Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin auf eine Hochzeit eingeladen und nehme euch deshalb heute mit bei der Geschenkgestaltung. Ich habe mir was überlegt, was ich eigentlich sehr dekorativ finde und das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten und euch auch eine Inspiration geben, was man an Geldgeschenken so machen könnte. Für unser Geldgeschenk brauchen wir einmal ein Einmachglas oder einfach ein Glas eurer Wahl, das dekorativ aussieht. Dann brauchen wir ein Stück schönes Band. Ich nehme hier diese Kordel. Dann brauchen wir auch noch ein bisschen Teser, eine Schere, einen Bleistift oder ich habe jetzt hier einen Kugelschreiber. Natürlich das Geld, das ihr verschenken wollt. Und ich möchte unten in das Glas noch einen Spruch schreiben. Den habe ich mir auf dem PC erstellt und ausgedruckt. Das ist natürlich wieder jedem selbst überlassen. Das wäre der Spruch, den ich mir da am PC erstellt habe. Den müssen wir jetzt nur noch so groß schneiden, dass er unten in das Glas reinpasst. Dazu nehme ich nämlich auch den Deckel zur Hilfe, weil der ungefähr die Größe des Bodens hat. Leg den auf und mal mir einen Kreis drum, damit ich weiß, wo ich ausschneiden muss. Wenn wir das Ganze fertig ausgeschnitten haben, dann holen wir uns ein Stück Tesa, legen das so ein bisschen doppelt. Da könnt ihr auch doppelseitiges Klebeband nehmen. Das drücken wir dann auf den nicht beschrifteten Teil unseres Blattes und legen das dann in den Glasboden unten rein. So sieht das Ganze aus, wenn es dann fertig ist. Und jetzt machen wir uns an die Geldscheine. Wir halten aus diesem Geldschein jetzt einen wunderschönen, kleinen, herzigen Anhänger, den wir dann da reinhängen können. Dazu müssen wir einfach den Geldschein einmal in der Mitte falten. Schaut immer, dass ihr die Kanten gut fest nachfahrt, damit sie später auch sehr markant sind. Dann haben wir jetzt den halben Geldschein. Den falten wir nochmal in der Mitte. Immer, wenn ihr Fingernägel habt, passt es natürlich am besten. Da könnt ihr das immer gut festtackern, festzurren. Oder ihr nehmt einfach ein Lineal und geht einmal über die Kanten drüber, dann werden die auch schön fest. So, jetzt haben wir unseren Geldschein zweimal gefaltet. Jetzt haben wir hier in der Mitte die Falz. Und nehmen das geschlossene Teil und legen jede Hälfte einmal nach oben. Auch immer schön festziehen. Jetzt lässt sich doch schon ansatzweise erahnen, wo das Ganze hingeht. Jetzt kommen die oberen Teile der Herzen und da gehen wir jetzt einfach nur hin und biegen jede dieser Ecken, also dieser, diese, diese und diese, einmal rum, dass es ungefähr symmetrisch ist. Und so sieht unser Herz dann aus, wenn es fertig ist. Jetzt schnappen wir uns noch ein Stückchen Schnur und kleben das hier in die Mitte rein und verkleben das Ganze mit ein bisschen Teser, damit das nicht auseinanderfällt, während es im Glas hängt. Dazu einfach schauen, wie hoch euer Glas ist. Soll ja auch schön hängen. Das könnt ihr auch ein bisschen höhenversetzt machen. Ich habe hier jetzt ein relativ kleines Glas. Wenn ihr mehr Geldscheine machen wollt, dann bietet sich natürlich an, ein größeres Glas zu nehmen. Aber ich dachte mir, die zwei, die hereingehen, haben noch ein Kind. Also mache ich einen großen, einen mittleren und einen kleinen Schein. Dann sieht das auch so ein bisschen nach Familie aus. So, dann holen wir noch mal ein bisschen Tesa. Befestigen den hier unten an unserer Schnur. Stecken das hier dazwischen. Und damit das Herz nicht auseinander geht, machen wir hinten auch noch ein Stück Tesa drum. So, schaut, dass die Schnur in der Mitte liegt. Und dann einfach hier noch ein Stück Tesa drüber. Dann habt ihr kleine süße Herzanhänger, die ihr in das Glas hängen könnt.
Wenn wir jetzt alle unsere Anhänger haben, die wir in dem Glas befestigen wollen, dann nehmen wir uns unseren Deckel zur Hand und wieder ein bisschen Tesa. Tesa ist heute unser bester Freund und kleben die Herzen in den Deckel des Glases. So sieht das Ganze dann aus, wie so ein kleines Geldscheinmobilier. Und jetzt versuchen wir das Ganze, ohne es zu zerstören, in das Glas zu machen. Wenn das Ganze dann im Glas verschwunden ist, sind wir auch schon fertig mit unserem Geschenk. Ihr könnt jetzt zum Beispiel hingehen, noch eine Karte kaufen, die unter das Glas legen. Dann lässt sich es auch schön verpacken, dann hat man so einen stabilen Boden. Oder ihr macht einfach noch ein bisschen Klarsichtfolie außenrum, macht ein schönes Band dran. Dann ist das ein wunderschönes Geschenk. Ich hoffe, ihr hattet Spaß am Video und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Ich wünsche euch bis dahin alles, alles Gute und wir sehen uns am Mittwoch wieder. Tschüss!